Areca, Augmented Reality für die Bildung von Amlogy. Die Augmented Reality App Areca bringt Schulinhalte zum Leben. Nach der Installation wird die Kamera vom Smartphone oder Tablet auf eine Abbildung in den passenden Themenheften gerichtet. Nach wenigen Sekunden wird dazu ein Bild, eine Audio- oder 3D-Animation auf dem Bildschirm eingespielt. Die Themenhefte bestehen aus Textinhalten, einem Quiz und den Animationen, die zuvor Gelesenes greifbarer und anschaulicher gestalten. Best Practice Kurskonzept für mobiles Lernen in der Softwareentwicklung von FH Campus Wien. Das Blended Learning Kurskonzept für Mobile App Development integriert unterschiedliche Lehrmethoden für kompetenzorientierte und studierendenzentrierte Lernaktivitäten. Die Lernmedien sind hier Smartphones und Tablets, die zugleich als ideale Programmier- und Testumgebungen für Projekte genutzt werden. Zudem vereinfachen mobil geeignete Kollaborationstools die Zusammenarbeit der Studierenden bei der Projektarbeit. Brandschutztraining in der virtuellen Realität von VR Wiss. Brandschutztraining für Nichtprofis ist teuer, kompliziert und gefährlich. Bei der virtuellen Brandbekämpfung werden die schnelle Ausbreitung von Feuer und Rauch simuliert. Bei dem Virtual Reality Brandschutztraining trainieren die Anwenderinnen spielerisch und nachhaltig das Verhalten im Brandfall, den richtigen Umgang mit Feuerlöschern sowie die effiziente Brandlöschung. Einsatz Demenz. Kompetenz im Umgang mit Demenz für die Polizei. Von Bundesministerium für Inneres und Maas Alzheimerhilfe. Die Polizei ist ein wichtiger Kooperationspartner für Familien von mit Demenz erkrankten Menschen. Um entsprechend auf die Bedürfnisse dieser Menschen reagieren zu können, wurde erfolgreich ein interaktiv gestaltetes Online-Training entwickelt. In 3 Lernmodulen werden die Polizistinnen für dieses Thema sensibilisiert. Neben Grundlagenwissen enthalten die Lernmodule auch Filmsequenzen und illustrierte Fallbeispiele. Jugendvideo-Wettbewerb Algorithmen in 60 Sekunden von Technische Universität Wien, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Future Learning Lab, E-Education Austria und Science Center Netzwerk. Um jungen Menschen und Lehrenden die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Zukunftsthema Algorithmen auseinanderzusetzen, veranstaltete das Vienna Center for Logic and Algorithms der TU Wien einen Jugendvideo-Wettbewerb. Gesucht waren Kurzvideos, die Fragestellungen zu technischen und gesellschaftlichen Aspekten von Algorithmen thematisieren. Ziele waren Kompetenzentwicklung, die Vermittlung informatischen Denkens und der Wissenstransfer in der digitalen Bildung. MedBee, die App für Ärzte von MedBee. Das Wissen in der Medizin wächst exponentiell. Die Herausforderung für Ärztinnen besteht darin, dieses trotz hoher Belastung in einem hektischen Arbeitsalltag zu verarbeiten und anzuwenden. Am Krankenbett, in der niedergelassenen Praxis und beim Austausch mit Kolleginnen. Der virtuelle medizinische Arbeitsplatz MedBee ermöglicht individualisierte, vernetzte Wissenspools, die von jedem Eingabegerät aus abgefragt und erweitert werden können. Statistische Methoden und statistische Daten interaktiv von Hamburger Fernhochschule. Die Bibliothek mit aktuell 41 granularen Lernobjekten wird in Schulen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe 2, auf Hochschulen in der Methodenausbildung der Studieneingangsphase sowie in der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur Vermittlung von Methodenkompetenz breit eingesetzt. Frei zugänglich visualisieren die in der App zusammengefassten Lernobjekte auf der Basis von Experimenten und Simulationen grundlegende statistische Methoden und erleichtern deren Verständlichkeit.